Doch plötzlich stöhnt sie Otto. Das Miederleibchen schloss noch immer und jetzt auf einmal geht's nicht zu. Das wird doch nicht ein Baby sein und sieht ihm fragend ins Gesicht. Doch Otto brummt und seift sich ein, von mir, mein Liebes, sicher nicht. Was ist der Grund, nur heißt die Frage, die jetzt ihr lässt mir keine Ruhe. Doch plötzlich zeiget ihr die Waage, um 7 Kilo nahm sie zu. Das ist der Fluch des 5 o'clock. Belegte Brötchen isst man gern. Jetzt klafft das Kleid, jetzt schließt mein Rock. Und jetzt ist doch nur schlank modern. So kann es doch nicht weitergehen. Um Gottes Willen, bei der Figur. Dagegen gibt es nur eine Sache. Und diese heißt Entfettungskur. Und diese Entfettungskur. Um 6 in der Früh muss ich darum bitten, ein heißes Glas Wasser herunterzuschütten. Danach um 6:30 ein paar von den netten, berühmten Kissinger Wundertabletten. Danach von 6:45 bis 7 bei offenem Fenster Gymnastik zu üben. Dann reite man 1 Stunde im Trab. Dame nimmt zu, Pferd nimmt ab. Und ist es vorüber, so schließen daran die körperlichen Übungen an, den Stephansdom hinauf zu erklimmen, die Donau bis Pressbaum hinunter zu schwimmen. Das alles muss bis 8:45 auf nüchternen Magen erledigt sein. Dann lasse man sich massieren in Ruhe. Masseur nimmt ab, Dame nimmt zu! Und um den Körper nicht ganz zu entwöhnen, kann jetzt man das erste Frühstück nehmen. Kein Fleisch, keine Butter, kein Brötchen, kein Tee, kein Zucker, kein Honig und kein Kaffee, keinen Alkohol, keine Opiate, vor allem keine Kohlenhydrate. Am besten natürlich gar nichts fressen. Dieselbe Diät zum Mittagessen. Am Nachmittag würde dich Gott ewig strafen, würdest du auch 5 Minuten nur schlafen. Du hast, um deine Figur zu erhalten, Kohle zu schaufeln und Holz zu spalten. Am Abend kriegst du dafür, du Prasser, warmen Tinne von kaltes Wasser. Und bist du dann fertig und eilst auf die Waage, dann konstatierst du nach all dieser Plage 2 Kilo mehr.